Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Challenge von The Binding of Isaac. Wir nähern uns langsam hier wirklich dem Ende. Und wir nehmen jetzt Nummer 8, Cat Got Your Tongue, oder, ja. Wir können mal wieder nicht schießen, wir sind zwar Guppy, können auch fliegen spawnen, mit dem Kopf. Und haben zum Angriff halt einfach nur, hier, ja. Aber mit jedem Treffer werden auch Fliegen gespawnt, immerhin. Schade, kein Schlüssel. Und immerhin, unser Wollknäuel wird immer größer. Je mehr Gegner wir damit besiegen. Aber wenn wir eine Ebene höher gehen, wird er wieder ein Stückchen kleiner. Okay, das ist halt echt schwer damit zu treffen. Wow. Na komm. Fuck. Okay, geht schon klar. Ich brauche irgendwie eine Taktik dafür. Okay, auf ihn zurennen und dann umdrehen. Nee. Okay, der wehrt auch Tränen ab. Fuck! Ey, unglaublich. Er ist zu stark. Ich konnte ihn nicht besiegen. Mann, das ist echt hart damit. Okay, aber ich glaube, wenn er immer größer wird. Wow, okay, das war dick Damage. Okay, immer so rumwedeln vielleicht. Vielleicht ist das ja gut. Helikopter mal 3. Ich glaube, der wird gar nicht viel größer irgendwie. Ach, ich kann doch fliegen, ich Idiot. Oh, ein ewiges Herz, das ist schon mal schnieke. Versuche einmal hier etwas zu sprengen. Bomben. Aber einer von denen ist irgendwie so ein kleiner Itemraum irgendwie. Oh, wie gerne ich die Blue Candle hätte. Blue Candle. Sie würde den ganzen Run für uns schmeißen. Ah, das ist doch super. Also jetzt nicht das, aber das hier. Damit können wir dann immer komplett einfach in die Gegner reinstürmen, ohne Damage zu bekommen. Aber andererseits, da war die Blue Candle. Aber leider haben wir nicht genug Münzen. Schade, ey. Das wäre echt schön gewesen. Blue Candle kommt. Wir können auch schon das ewige Herz mitnehmen. Spürt die Rache der Katzen. Wow. Bam. Alles klar. So, jetzt probieren wir mal, ob es klappt. So. Nein, das sind zwei Bosse. Alles klar, jo, läuft doch, läuft. Nur das Problem ist, jetzt kommt noch ein Boss. Ja, das ist das Problem. Es kommt noch ein Boss. Fuck. Bah, nein. Oh Gott, wir machen wenig Damage damit. Nein, immer ganz knapp vorbei. Ja, triff mich gleich doppelt, dreifach, komm. Dafür gibt's jetzt eine Katzenpeitsche. Fuck. Okay, 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 okay. Das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. Ach, Krampus. Triff mich jetzt bitte nicht so oft, dass ich mein ewiges Herz verliere, weil ich schon genommen habe. Geil wäre jetzt Krampus Kopf, da würde ich. Ja, ich würde sogar dann das Buch wieder abgeben. Ich treffe ihn nicht! Bam! Jawohl, Krampus Kopf. Es tut mir leid, Buch, ey. Ich würde dich ja gerne mitnehmen, aber du bist scheiße. Krampus Kopf ist besser. Was? Wir wurden wieder komplett zurückgesetzt! Ernsthaft?
Ich dachte, er wird nur kleiner. Das ist ja mal mehr als mies. Ja. Fuck. Jetzt bräuchte ich halt irgendwie... ja. Ein Item, was Krampus schneller aufladen lässt. Oder am besten wäre Märtyrer mit jedem Damage ein Strich. Okay, Soul Heart lassen wir erstmal liegen. Oh, die sind halt echt mies. Spür meine Rache! Nein, doch! Jawohl, spür sie, du Penner. Ach, fuck. Wir brauchen halt auch immer zu lange, um den Boss zu finden. Aber wir haben ja das Basement komplett übersprungen. Ja, nett. Wie soll man den dann besiegen? So, da ist er. Und da können wir auch einmal Krampus aufladen. Mann. Wir gehen einfach rein, go. Alles klar, Pieper. Der ging schnell. Ah, Speed. Der Tier ist Speed up. Wir könnten theoretisch schon fast in den Item Shop, aber... Komm, ich muss die hier sprengen. Die haben mir letztes Mal so viel Glück gebracht. Okay, Telepilz bringt mir gar kein Glück anscheinend. Gut, ja, den noch, dann ist Krampus wieder voll. Ich weiß nicht, ob das so am besten ist, ihn zu spielen. Ich glaube schon, weil so hast du halt echt schön immer voll Power, kannst du überall rumswingern. Komm, wir gehen hier jetzt mal rein. Ich wollte gerade sagen, was soll hier schon Schlimmes passieren? Komm, wir benutzen die Schlüssel und machen die goldene Kiste da unten auf. Ja, da können wir jetzt immerhin doch schon mal in den Itemshop. Vielleicht ist da jetzt schon was Nettes drin. Eine Candle würde ich sogar dem, da würde ich Krampus sogar gegen eintauschen. Soul Converter. Die Frage ist, ist es mir wert, 12 Münzen auszugeben für einen roten Herzcontainer? Ja, natürlich ist es das, was eine Frage. Ein Herzcontainer ist echt wertvoll. Komm, da ist jetzt ein Item drinne. Noch nicht. Hells up, oh mein Gott. Oh mein Gott. Are you wizard? Ist mir egal. Ist mir egal. Sauber. Der Isaac Gott ist mal wieder auf meiner Seite. Gut, hier. Bam! Bam! Treff ihn nicht! Oh, Lucky Rock. Ja, nehmen wir auch. Und Soul Heart sogar. Oh, noch mehr Münzen. Das Soul Heart lasse ich aber mal wieder erstmal liegen. Oh Gott, Geld! Zum Glück habe ich das mit dem Soul Heart und dem Soul Converter gerade gemacht. Nein! Boah, knapp Sache. Okay, so langsam habe ich das raus, glaube ich, hier. Okay, doch nicht. Ich glaube, ich gehe da noch nicht rein. Kommt drauf an, wie viele Herzen ich hier dann doch verliere. Beziehungsweise finde.
ich weiß nicht, nicht die. Oh, schön. So. Vielleicht ist oben ja auch der Geheimraum. Hm. Item Shop, sauber. Den habe ich gesucht. Irgendwie macht das voll Spaß hiermit. Was war nochmal meine Heldsabpille? Was war meine Heldsabpille? Das war sie nicht, schade. Pubertät. Oh. Okay, Bomben holen wir noch. Nein. Aber egal, ist nicht schlimm. Okay, noch mehr Geld. War da nicht sogar ein Herz in dem Item-Shop? Ja, komm, gönnen wir uns jetzt mal. Den Schlüssel... Nicht. Doch. Nein. Doch. Ja, doch. Gut, jetzt müsste hier doch auch mal der Boss kommen. Wow, noch ein Zehner. Ich würde sogar sagen, wir gehen gleich oben nochmal in den Cursedown. Ja, Steine machen wir sowieso nicht kaputt. Dann lieber bei Damage ein paar Fliegen spawnen. Ah, leider habe ich jetzt auch gerade Damage bekommen. Komm, Hells Up ist dabei. Nein. Oh oh. Könnte aber auch nicht schlecht sein. Speed Up, okay. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Zur Not ist sie vielleicht gar nicht so übel. Okay, hier springen wir mal eben schnell. Soulheart. So gut, dann holen wir uns hier hinten das nochmal eben. Ich weiß jetzt nicht, so. Nee, das für Krampus kaufe ich jetzt nicht zum Aufladen aus dem Shop. Hm, nee, lieber nicht. Ach, wären sowieso nur noch zwei Ebenen gewesen. Hätte ich auch ruhig machen können. Okay, hier jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt ist unser Wolk... Fuck, unser Wolkknäuel ist wieder so klein. Wow, der ging schnell. Komm, hier muss ich die jetzt einsetzen. Es wird sonst einfach viel zu lange dauern und mir bestimmt ein paar Herzen abziehen. Ich swing das Ding. Wow. Alles klar. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Ich glaube, das ist der richtige. Nein. Okay. Oh, mit Gold, mit Schatzkisten haben wir diesmal nicht so das Glück. Fuck. Okay, den jetzt schnell töten, komm. Nein. Hm. Oder doch nicht der richtige Weg. Oh Gott, ja, ist nicht so schlimm, nicht so schlimm. Man bekommt zum Glück ja nur ein halbes Herz Damage. Ich möchte aber gerne noch den Item Shop. Bin falsch. Nein. Wow, knappe Sache. Ja, diese Reihe von Bomben. Könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Oh, das mit dem Lenken ist halt echt schwierig. Da ist der Item Shop. So, komm schon. Wow, okay, safe win würde ich sagen. Das ist Deaths 1. Dann nehmen wir jetzt noch Krampus mit, um den Boss zu besiegen, und danach nehmen wir die Bibel.
Wow, okay. Das war wieder echt ein glücklicher Run. Zwar nicht mit den goldenen Kisten, aber mit dem Itemshop. Down. Weil das Schöne ist ja, es spawnen auch noch immer so schön viele Fliegen mit jedem Hit dort. Tower, Speed Up. Nö, komm, alles blöde. So, die Soul Hearts holen wir uns noch kurz. Nein, dich will ich gar nicht. Gucken, lag hier nicht noch irgendwas? Nee. Ach komm, lauf doch nicht überall rein. So, Soul Heart. Und die Bibel. Damit können wir Mama instant töten. Also, wir müssen jetzt theoretisch nur noch den Weg zu Mama schaffen. Und das war's dann. Nein! Aber es ist kaum zu glauben, ich spiele die Challenges halt wirklich immer nur einmal. Und ich habe immer halt zum Glück mit den Items. Wenigstens wird unser Wollknäuel hier jetzt schön aufgepumpt. Mit den ganzen Toten hier. So, und wir waren noch nicht mal irgendwie in einem... Aha, super. In einem Geheimraum oder sowas. Okay, hier drehe ich mich einfach mal auf den Stein und töte die hier erstmal. Das erinnert mich voll so an Hammerwerfen, glaube ich. Da drehen sie sich auch immer so erst im Kreis. Ah. Ja, ist egal. Der Raum wenigstens erledigt. Oben ist halt noch ein größerer. Was soll denn das? Komm, hör doch mal auf zu springen. Soll ich jetzt echt in den Viererraum gehen? Oh, zum Glück ist auch noch der Richtige. Jetzt nicht so schlimm, dass wir so oft getroffen werden. Ja. Oh Gott, triff. Oh, ganz knapp vorbei. Okay. Ja, was nehmen wir denn einfach mal? Komm, wir kaufen das Schwein, wir kaufen die Pille, wir kaufen das Herz, die Bombe und den Schlüssel. Einfach nur so, weil wir es können. Ja. Ich hätte es zwar gerne auch mal so damit versucht, aber, ne?